Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Scrap Mechanics hier auf dem Kanal Mehrspieler. Ja, Scrap Mechanics ist ein kleines Aufbauspiel von einem Indie-Entwickler, bei dem man halt ganz viele technische Sachen machen kann. Und ich muss zugeben, ich muss gerade ein bisschen improvisieren. Also ich habe zusammen mit Daniel, meinem Kollegen, habe ich schon 4 Folgen aufgenommen. Aber leider Gottes habe ich da den Ingame-Sound und Daniels Ton vergessen. Richtig noobig von mir. Aber da ich euch das Bildmaterial und das Produkt, das am Ende dabei rauskam, nicht vorenthalten will, habe ich das Ganze jetzt zu einer Art Speedart zusammengeschnitten und das könnt ihr euch jetzt angucken. Am Ende sehen wir uns dann beim Endergebnis wieder. Bis gleich.
So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr habt jetzt ein bisschen gesehen, wie unser geiles Cabrio hier entstanden ist. Richtig awesome, es sieht ein bisschen klobig aus. Ich weiß, es ist aber auch unser erstes Bauwerk gemeinsam. Also, wir hatten ein bisschen mehr Wert jetzt auf die Technik dahinter gelegt. Dann haben wir einmal hier einen Knopf, mit dem können wir die Türen öffnen. Können wir richtig smooth einsteigen und so. Und dann haben wir hier das Highlight an dem Gefährt. Die Dachschaltung, damit kann man das Dach einklappen. Boah, das ist richtig awesome. Jetzt klappt hier noch die Stege dran. Perfekt. Oh, das gefällt mir richtig gut. Ja, ich muss zugeben, das waren sehr lustige Aufnahmen und wären sicher gute Videos geworden. Deshalb ist es auch schade, dass wir das nicht mehr haben. Aber ich will euch das Gefährt nicht vorenthalten. Das werden wir auch in den nächsten Folgen wahrscheinlich noch sehen. Wir werden nämlich auf der Map erstmal auch weiterbauen. Und hier für den Beifahrer hat man noch das Gadget, dass man, jetzt muss ich ein bisschen weiter weg hier von der Kamera. Für den Beifahrer hat man noch das Gadget, dass er hier hinten Raketen ausfahren kann. Wie cool ist das denn? Aber das funktioniert leider auch nur, wenn einer hinten sitzt und den Motor freischaltet. Aber das werdet ihr sicherlich noch sehen. Ja, ich würde sagen, ich klappe das Dach mal wieder ein und hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl es so krass improvisiert war. Ja, Folge 2 wird dann wieder eine ganz normale Folge, wo wir bauen, wo wir lachen, wo Scheiße passieren wird. Ach, das ist so schade, dass die Aufnahmen weg sind. Naja, irgendwo macht man halt nichts. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Und wir stehen einfach auf dem Kopf.